nächste Frage kam auch, und zwar ein ganz anderes Thema. Was sind überhaupt genau die Wasseradern und was machen die mit uns? Du sagst, man kann sich mit schwarzem Turmalin dagegen schützen. Wie mache ich das? Wasseradern sind eigentlich Unterwasservenen. Ja, das sind die Venen von der Mutter Erde. Und wenn allerdings zu viele da unter deinem Haus zum Beispiel sind, kann es dein Wohlbefinden ziemlich stören, beziehungsweise dein Schlaf wird gestört, du kannst dich nicht konzentrieren, du weißt nicht wohin sozusagen. Man kann sich aber allerdings von solchen Sachen schützen. Und zwar, besser gesagt, geschützt muss nicht das ganze Haus sein, weil Wasseradern sind eigentlich ziemlich viel vorhanden, vor allem hier in Europa, sondern dein Bett muss abgesiegelt werden, abgeschirmt sein. Und hier empfehle ich tatsächlich schwarzen Turmalin. Du nimmst einfach 7 Steinchen von Schörl und platzierst sie entweder am Bett, 7, wie dein Rücken läuft sozusagen, wie du im Bett liegst, entweder neben dem Bett, unter dem Bett oder kannst allerdings auch die 7 oberhalb deines Kopfes platzieren. Das geht auch. Also 7 Stück stehen für natürlich Saturn, für die Absicherung. Die Zahl 7 vertritt Saturn, aber 7 hat eigentlich auch mit unserem Chakren zu tun. Das heißt eigentlich, du hast tatsächlich für jedes Chakra einen Stein, den du da unten platzierst. Zweite Möglichkeit wäre, Korkboden zu verlegen oder natürlich auch einige Scheiben von Holz. Also am besten geeignet gegen Wasserader ist Eichenholz, zweite ist Apfelholz und das dritte ist Birkenholz. Also einige Scheiben einfach mal vom Ast werden auch hingelegt. Da müssen aber keine 7 sein, es reichen 3, 4 Scheibchen. Und zwar in der Größe, die müssen jetzt nicht riesig sein, da kannst du definitiv auch Wasseradern damit abschirmen. Die nächste Frage gab es auch, und zwar, ich schneide immer noch wenigen Leute die Haare, aber ich schneide mir die Haare von einem Spiegel. Ist es jetzt gut oder nicht? Du hast gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt ohne. Ja, wenn du dir selber die Haare schneidest, vor dem Spiegel verlierst du Seelenanteile, sagen Schamanen. Also sprich, eigentlich sollte man das nicht tun. Körperhaare sind egal, aber die Kopfhaare, das sind unsere Antennen nach oben zum Universum und deswegen sollte man sie nicht vor dem Spiegel selber schneiden. Wenn du jemanden schneidest, ist es kein Problem, auch vor dem Spiegel, aber sich selbst mit eigener Energie quasi an einige Energien zu gehen, das ist genau das, was Gefahr darstellt. Daher wird es auch nicht empfohlen. Die Anteile kann man natürlich verlieren in dem Fall. Ja gut, Haare werden nicht ausfallen, aber ansonsten, man sollte darauf schon achten. Man sagt immer Aberglaube, aber ich sage immer Aberglaube. Also daher soll man solche Kleinigkeiten auch natürlich immer wieder vor Augen halten und schon immer wieder hinhören, was die Leute über hunderte Jahre gelernt haben. Also das ist ja tatsächlich nicht ohne, alles hat einen Sinn. Und heute habe ich auch wieder mal noch eine spezielle Frage. Und zwar, diese Fragen kommen immer von euch, was mich auch immer wieder freut. Und ich habe tatsächlich hunderte von Fragen im Monat. Da picke ich mir die interessantesten Fragen hier für mein YouTube raus. Also damit ihr auch ein bisschen lernen könnt. Sonst, wenn du natürlich noch mehr erfahren möchtest, kannst du immer noch meine Online-Seminare besuchen. Da gibt es sehr, sehr viel Informationen, ab und zu viel. Da wird man fast erschlagen mit Informationen. Aber du kannst deine wichtigen Sachen einfach rauspicken und sagen, okay, das passt mir und das passt mir vielleicht nicht. Und du wirst sofort auch natürlich einiges umsetzen können in die Tat. Hier zum Beispiel, was ist Unterschied vom Schutzarm oder Fußband? Also Schutzarmband trägt man an der Hand, also am Fuß gibt es auch, eigentlich gibt es keinen Unterschied, weil man die Schutzbänder selber knüpft oder einfach mal einen Faden nimmt. Meistens macht man das auf die linke Hand, aber das sind einfach Alternativen. Also einige sagen, okay, ich möchte das nicht zeigen auf meiner Armbreite, sondern lieber am Fuß machen daher. Und die anderen sagen, okay, also man möchte jetzt nicht am Fuß, weil es mir zwickt vielleicht, mache ich am Arm. Also das spielt eigentlich keine Rolle. Es hat immer mit deiner Aura zu tun. Aura wird quasi auch richtig dicht gemacht, also durch solche Schutzbänder, meistens in Rot, Grün, Weiß oder auch natürlich Schwarz.